Hallo Mädels, heute geht es um Kerzen und zwar wissen wahrscheinlich die meisten von euch, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, dass ich ein absoluter Kerzenjunkie bin. Ich liebe Kerzen und Duftöle und alles, was gut riecht und ich mag es auch, wenn meine Wohnung super toll riecht und ja, ich mag das einfach und ich mag auch den Kerzenschein und ich liebe es, wenn überall Kerzen sind und es verleiht mir einfach so eine Stimmung der Gemütlichkeit und vor allem jetzt im Herbst und im Winter. Im Sommer brennt auch ab und zu mal eine Kerze, aber nicht so häufig wie im Herbst und im Winter. Ich finde einfach, Herbst und Winter, ja, das ist einfach so eine Kuschelzeit und Plätzchenzeit und Weihnachtszeit und ach, alles Mögliche. Und da gehören einfach Kerzen dazu. Ich habe bisher eigentlich so gut wie alles schon ausprobiert an Kerzen. Also ich habe auch Yankee Candle Tarts zu Hause und die finde ich übrigens super, super toll. Heute möchte ich euch ja, Kerzen vorstellen, die ich mir kürzlich gekauft habe und die es jetzt neu gibt. Und das möchte ich mit euch teilen, falls ihr nämlich auch Kerzenjunkie seid wie ich. Dann könnt ihr jetzt losgehen und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, dass es die Kerzen jetzt neu gibt. Zum einen gibt es im DM ja diese Eigenmarke Profissimo. Und ich war gestern im DM und habe gesehen, dass die neue Duftrichtungen haben. Ich meine, dass es die letztes Jahr so nicht gab. Außer ich habe es nicht gesehen. Jedenfalls ist rausgekommen Lebkuchen und ja, das ist eine rote Kerze, so wie ihr sehen könnt. Und die riecht halt ganz, ganz würzig, so wie Lebkuchen ja eigentlich riechen. Aber die riecht schon wirklich extrem würzig und so ein bisschen auch nach Spekulatius. Und ich muss euch sagen, dass ich die Kerzen vom DM wirklich sehr mag, weil ja, das nicht nur hier in dem Glas gut riecht, sondern es riecht auch wirklich nachher in der Wohnung so. Dann habe ich mir noch geholt Apfelzimt und die riecht auch gut. Die riecht aber nicht so stark wie die Kerze gerade mit dem Lebkuchenduft. Dann hinten, wenn ihr das sehen könnt, brennt Vanille. Die gibt es aber, glaube ich, schon immer bei DM, also Duftrichtung Vanille ist, glaube ich, so Standard. Und genauso ist es auch mit dieser hier vom Ikea. Das ist auch die ganz normale Standardkerze. Vanille und ich weiß nicht, das riecht nicht nur nach Vanille. Kennt ihr diese hier? Wenn ich jetzt die hier vergleiche mit der, die gerade brennt, dann unterscheiden die sich schon ein bisschen. Die Kerzen vom Ikea mag ich sehr, sehr gerne. Die verstreuen auch den Duft wirklich überall in der Wohnung und man riecht tatsächlich was. Ja, und dann habe ich mir noch so ein Set gekauft im Ikea und zwar sind es drei Kerzen. Ich zeige die euch mal eben. Die sehen so aus. Das sind kleinere Kerzen, also viel, viel kleiner als die von gerade eben, die ich euch gezeigt habe vom Ikea. Und zwar sind es drei Stück, die kommen in einem Set. Und ja, die eine soll wohl riechen nach, ich glaube, Schokolade. Ja, die riecht halt absolut nach Schokokuchen. Und ja, mich kann man ja mit sowas, also mich kriegt man mit sowas immer, mit so Düften. Das ist ganz, ganz schlimm. Die riecht, soll die nach Panna Cotta riechen? Ich weiß nicht. Das ist die hier in der Mitte. Oder? Verwechsel ich die gerade? Ja, ich glaube, das ist Panna Cotta, falls mich nicht alles täuscht. Oder Creme Brûlée. Und die dritte im Set ist diese hier. Und die riecht oder soll riechen nach Gebäck. Ja, und das tut sie auf jeden Fall. Also das sind so die drei Duftrichtungen. Ich glaube, dass ich für dieses Set so 4 Euro bezahlt habe, wenn mich nicht alles täuscht. 4, 5 Euro. Und ich finde, es geht für so drei Kerzen. Vor allem sind es ja Duftrichtungen, die man jetzt nicht überall findet. Also nach Gebäck oder nach Schokokuchen oder nach Panna Cotta bzw. Creme Brûlée. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall, was ich euch einfach nur damit sagen will, ist, dass es ein cooles Angebot ist für Kerzenliebhaber unter euch. Genau, das waren jetzt so die Kerzen, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Denn, wie gesagt, die im DM sind jetzt ganz neu reingekommen und so könnt ihr jetzt losdüsen, falls euch die Kerzen interessieren. Und was gibt es noch zu sagen? Ich bin ja absolut dem Herbst jetzt verfallen. Ich werde bald meine ganze Wohnung umdekorieren und irgendwie werde ich jetzt noch Herbstblätter sammeln gehen und bei mir brennen überall Kerzen und die Badewanne, dort bin ich Stammgast. Bald gehe ich zu Lush und hole mir ein paar Badekugeln und Schaumbäder. Das ist auch so typisch Herbst und Winter, findet ihr nicht? Ich gehe nicht in die Badewanne im Sommer oder ungern in die
warme Badewanne. Wenn es draußen eh schon so warm ist, dann bade ich nicht. Also ich dusche dann halt nur. Und ich liebe es dann so Sachen auszuprobieren wie Badesalze und Badeöle und Schaumbäder. Und deswegen werde ich bald zum Lush gehen und mich neu, ja, wie sagt man? Nee, einkleiden nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich euch eigentlich sagen wollte. Doch, ich weiß, was ich euch sagen wollte. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass ich bald zum Lush gehen werde und neue Sachen kaufen werde. Aber dass ich immer so komplizierte Sätze bilden muss, ist halt auch wieder typisch ich. So, ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Abend. Sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ein Kuss für euch. Tschüss.